Ja, ich stehe jetzt wieder hier und muss Ihnen Antworten liefern. Wäre mal interessant, wenn man hier einen Spieler herstellen würde und hier vor versammelter Belegschaft dann eine Antwort erfahren könnte. Deswegen sage ich ja, es ist für mich unglaublich und deswegen bin ich auch maßlos enttäuscht, dass gerade, weil jeder Spieler hat gewusst, was auf dem Spiel steht, mit den noch nachfolgenden Partien, dass man gestern eigentlich, gerade nach dem, was am Samstag passiert ist, man hat ja wieder eine Steilvorlage bekommen, dass man diesen Penalty wieder nicht genutzt hat. Und vor allen Dingen, wie leichtfertig man damit umgegangen ist. Das sind eigentlich die Dinge, die mich am meisten ärgern. Aber irgendwann ist es mal ausgesprochen, so nenne ich es mal. Irgendwann hast du genügend Worte dafür gebraucht, um darauf hinzuweisen, wie die Situation ausschaut. Am Ende des Tages ist es an der Zeit, dass die Jungs hier da hinten im Stadion die Dinge auf den Platz richten. Was uns die letzten speziell 3 Partien seit dem Leverkusen-Spiel nicht mehr gelungen ist. Aber ja, die Jungs müssen es schaffen, nicht wir mit Worten. Dass keiner im Prinzip in der Mannschaft seine Leistung hat abrufen können, dass wir einfach nur schwach waren, schlecht waren, das ist dann schon bedenklich. Dass du einfach ohne Esprit spielst, ohne diesen absoluten Willen, den habe ich auch gestern wieder vermisst, absoluten Willen, dieses Spiel zu gewinnen. Und das ist natürlich sehr enttäuschend. Man gibt die Hoffnung nie auf, wenn auch das Restprogramm unglaublich schwer ist. Aber wir werden trotzdem alles versuchen, um hier oder da den notwendigen Punkt oder die notwendigen Punkte zu erreichen.